Si on mesure à l'affaire de couilles, c'est sûr qu'au final je te douille. Alors brouille, bouge ta bouille avant que je la bouillave. J'ai le sang qui boue grave, un mélange entre fou et sage, entre doux et rage, loup et barge. Écoute, prends large, après je vous fondra que ton dentiste bridge. Aber ein Kavaliersdelikt ist es trotzdem nicht. Urheberrechtsverletzung trifft's besser. Wenn du das im ganz großen Stil betreibst, interessiert das die Staatsanwaltschaft schon. Sozialstunden, eine Geldstrafe, sogar bis zu 3 Jahren Knast stehen dafür im Gesetz. Manche Kanzleien machen regelrecht Jagd auf Urheberrechtssünder. Wird aber längst nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Erstmal Ruhe bewahren, wenn ein Abmahnschreiben kommt. Und am besten einen Anwalt fragen, bevor du irgendwas unterschreibst. Je ne se mélange plus au reste du monde, c'est la merde, mal, la société se plombe. Sans lien, on s'allie, avec ce qui nous salit, c'est certain. Ja, das gab's tatsächlich mal. Wurde aber abgeschafft, als du noch Quark im Schaufenster warst, so 1975. Zählt jetzt als Diebstahl geringwertiger Sachen. Wird aber nur bei einer Strafanzeige verfolgt. Yo, Don Vincenzo, c'est certain. C'est certain qu'on vince à l'époque où y'a plus d'éthique. C'est glauque, c'est tas de crétins qui contrôlent tout. Les jeunes sont fous car on vit dans des blocs de béton. On pète les plombs, le macadam notre plage. Pendant que certains voient la mer, d'autres n'ont même plus de mer. Bringt aber richtig Stress, wenn's doch auffliegt. Was genau kommt auf die Prüfungsaugen deiner Uni an? Und wenn's knallhart kommt, zählt das strafüberrechtlich als Urheberrechtsverletzung. Von der Uni fliegen würdest du bei einer Hausarbeit nicht, aber der Schein ist weg. Bei der Masterarbeit wäre sogar der komplette Prüfungsabschnitt futsch. Texte, un coup de ce monstre, mon impact immense te fait perdre tout sens. Vous êtes prévenu que j'incite mon auditoire à l'incivilité. Invincible, je resterai. Ein gefährliches Spiel, wenn du das als Sport betreibst. Wirst du regelmäßig erwischt, kommst du um Sozialstunden oder eine Geldstrafe irgendwann nicht mehr herum. In München werden gut 3% der kontrollierten Fahrgäste als Schwarzfahrer erwischt. In Berlin ist das ähnlich. Zwischen 150 und 200 Kontrolleure sind hier jeden Tag unterwegs. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit. Plus que le bien, plus que le bien, plus que le bien. Bei Graffiti verstehen leider auch die Richter selten Spaß. Sozialstunden oder eine Geldstrafe sind wegen Sachbeschädigung auf jeden Fall drin. Und du bekommst die Reinigungskosten aufgebrummt. On s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Gute Sache, Streaming, also das pure Anschauen auf dem Rechner. Das ist tatsächlich in Ordnung. Außer, es kommt aus einer ganz offensichtlich illegalen Quelle. Das File-Sharing kann saftiger enden. Da wird auch der Inhaber des Internetanschlusses mit reingezogen. Betreibst du das in beachtlichem Umfang und willst damit auch noch Geld verdienen, kann das den Richter richtig knarzig machen. Quand t'entends cette voix, tu te dis que ce mec là, il est en plein trip. Et ben peut-être que c'est le cas. Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai plus rien à foutre. Mes conditions de vie, de plus en plus.